Hallo und herzlich willkommen zu einem Einführungsvideo hier. Ich wollte das ursprünglich das Infovideo oder Einführungsvideo für die Playliste Geldern zu Hause aufnehmen, aber ich habe es total vergessen. Deswegen hole ich das jetzt hier schon vor Ort im Hotel Geldern nach. Ich habe bereits schon am Laufe des Tages ein Video schon hochgeladen für diese Playlist, nämlich das Hotel, die Roomtour vom Hotel. Bevor ich das Video veröffentliche, gibt es erstmal dieses Video, das Einführungsvideo. Ich bin bereits heute Vormittag von Dortmund aus nach Geldern mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist in das Hotel Seepark Janssen. Ich habe hier noch das Büchlein hier liegen von dem Park, von dem Parkhotel, nämlich Janssen mit Doppel-S. Es liegt an der Danziger Straße in Geldern. Danziger Straße 5 in Geldern. Ich bin heute Morgen mit S-Bahn und Regionalexpress und der Regionalbahn bis nach Geldern hier und mit einem Bus noch. Also zuerst mit dem Bus nach Özmühl gefahren, von Özmühl aus mit der S-Bahn nach Essen Hauptbahnhof gefahren und von Essen Hauptbahnhof nach Krefeld mit einer Regionalexpress und zum Schluss noch mit einer weiteren Regionalexpress nach Geldern, um dort noch mit der Buslinie 36 halt bis zur Lessingstraße zu fahren. Und dort musste ich noch laut Angabe von DB Navigator noch 400 Meter laufen, bis ich das Hotel endlich erreicht hatte. Ich kam kurz knapp vor Anfang des Seminars halt an. Sage ich mal so 3 Minuten vor Beginn des Seminars. Ich besuche jetzt hier in diesem Hotel das BR2 Seminar. Aus dem Grund bin ich auch jetzt hier in Geldern in diesem Hotel Seepark der Familie Janssen. Es ist ein familiengeführtes Hotel, was auch mal sehr fein ist. Es ist nicht ein riesiges Kettenhotel oder dieses Hotel ist jetzt auch kein riesiges Hotel. Das Hotel hat, glaube ich, soweit wie ich gesehen habe, 12 Zimmer auf jeder Etage. Das ist auf jeden Fall nicht groß. Das Hotel ist ein Wellness- und Spa-Hotel. Das hat Sauna, Schwimmbad und halt auch Terrassen am See direkt. Deswegen heißt das Hotel auch am See oder Seepark, weil das ist ein Parkhotel. Bevor das Video der eigentlichen Roomtour dieses Hotels, das Hotelzimmer, was ihr da im Hintergrund da seht, online geht, lade ich dieses Infovideo oder Einführungsvideo hoch, bevor das dann halt eines Tages werde ich mich dann auch nochmal in die Stadt von Geldern begeben. Da laufe ich vielleicht zu Fuß oder fahre mit dem Bus mitten in die Stadt von Geldern. Da ist man circa 10 Minuten mit dem Bus unterwegs bis zum Bahnhof. Da zeige ich euch vielleicht auch den Bahnhof mal, wo dann halt nur die Regionalexpresslinie 10 entweder Richtung Kleve fährt oder zurück in Richtung der Zug. Das muss ich gerade mal überlegen, wo fährt der Zug in die Gegenrichtung hin. Auf jeden Fall nicht nach Krefeld, der fährt nämlich ein bisschen weiter. Ich muss mal gerade stark überlegen, ob der jetzt nach Krefeld da in Krefeld Hauptbahnhof wird eingestiegen. Ich glaube, der Regionalexpress Szene. Ich habe das gar nicht gerade drauf geachtet. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Das kann man vielleicht in den nächsten Tagen, wenn ich da mal eine kleine Stadttour dort mit meiner Handykamera mache, ein Erkundungsvideo mache in der Stadt Geldern. Da werde ich euch das zeigen. Da werde ich den Bahnhof zeigen und den Busbahnhof. Dort bin ich mit dem Bus auf jeden Fall nach Richtung Xanten gefahren, aber in der Lessingstraße Geldern ausgestiegen. Es ist auch ein sehr schönes Städtchen auf jeden Fall. Habe ich schon eine sehr positive
Das ist auf jeden Fall sehr positiv, diese Stadt, und sehr schön. Es hat mich richtig gefreut, wieder am Niederrhein zu sein. Ich habe ja mal damals auch selber schon mal am Niederrhein für 3 Monate gewohnt. Ich hatte mich damals in jemanden verliebt und dann bin ich halt auf Biegen und Brechen einfach nach Moers quasi von meinen Eltern abgehauen, aber es ist eine andere Sache. Und dann bin ich halt einfach nach Moers abgehauen und dort halt einfach untergekommen. Und da habe mich natürlich auch dort adressalisch auch angemeldet halt, als neuen Wohnsitz angemeldet damals. Und dann bin ich dann im Jahr 2011 wieder, 2010 war das nicht, 11, wieder zurückgegangen nach Dortmund. Auch Moers ist eine schöne Stadt, hat auch eine schöne alte Stadt. Auch hier Geldern hat eine schöne Altstadt. Da ist alles noch viele, da sieht man so noch sehr viele alte Gebäude. Das werdet ihr dann alles dann in den nächsten Tagen vielleicht noch sehen als Video auf meinem Kanal. Ich möchte jetzt auch nicht weiteres jetzt noch mehr spoilern. Wenn ich irgendwas Interessantes noch sehen sollte, dann werde ich euch das halt auch aufnehmen und das auf meinem Kanal hochladen in der Playlist Geldern. Ich bin derzeit bis Freitag hier. Das heißt, ich bin ab heute, seit heute 7.8. bis Freitag halt hier vor Ort in Geldern. Übernachte halt auch in diesem Hotelzimmer hier. Das ist das Zimmer 309. Das zeigt leider zur Straße raus. Seht ihr auch nochmal in einem separaten Roomtour-Video oder die Begehung des Hotels und die Roomtour. Das ist dann halt beides. Wird dann in einem Video zusammen gefasst, da zeige ich euch auch hier im Detail das Zimmer hier. Es ist auch das schönste Zimmer, was ich jemals überhaupt gesehen habe. Es ist auf jeden Fall ein sehr freundliches Hotel, auf jeden Fall. Das Personal ist freundlich, da grüßt sich jeder, zumindest jeder, der jetzt Rezeption, Hotel. Selbst der Chef, glaube ich, hat grüßt hier sogar die Leute, wenn er zufälligerweise hier durch die Gegend läuft. Also ich habe den Chef heute, glaube ich, schon zweimal hier schon gesehen. Selbst der grüßt und der hat auch nicht irgendwie negativ was gesagt, als ich da mit meiner Handykamera am Filmen war. Weil ich mache ja auch nichts Bösartiges hier mit dem Filmen. Ich nehme natürlich ohne zu fragen keine Menschen auf. Auch nicht den Chef, wenn er das natürlich gewollt hätte, hätte ich das dann gemacht. Aber wenn das nicht gewünscht ist, dann mache ich das natürlich nicht. Das schreibt auch leider die DSVO vor, die Datenschutzverordnung vor. Deswegen gibt es dann, muss ich halt manchmal an manchen Stellen, wo viele Menschen Ansammlung ist, halt die Kamera entweder auf dem Boden halten, unter die Decke. Keine Ahnung, wie ich jetzt halt gerade jetzt halt die Kamera hinhalten kann, so ganz schnell und spontan. Aus dem Grund werdet ihr dann im zweiten Video dann auch manchmal so komische Effekte sehen, dass ich dann halt bloß keine Menschen mit aufnehme. Halt die Kamera auf dem Boden halten. Auch an der Rezeption habe ich das gemacht. Das seht ihr aber auch im zweiten Video, wo ich dann im Bereich der Rezeption gerade dann an der Rezeption vorbeigelaufen bin. Ich werde auf jeden Fall nochmal versuchen, nochmal öffentliche Bereiche des Hotels nochmal aufzunehmen. Das Zimmer habe ich ja schon bereits aufgenommen, was halt alles da halt enthalten ist. Leider keine Klimaanlage. Es gibt aber auch Hotelzimmer, die haben Klimaanlage. Es sind aber auch schon die etwas höher kategorierten Zimmer. Die haben Klimaanlage, die Standardzimmer, in welches auch ich jetzt hier gerade sitze hier, da ist keine Klimaanlage vorhanden. Da kann man nur froh sein, dass wir jetzt nicht mitten im Sommer sind, oder wir sind zwar mitten noch im Sommer, aber jetzt zurzeit noch nicht weit über 30 Grad Temperatur haben von außen. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich ein Rad, hätte ich. Da wäre ich hier tatsächlich bestimmt durchgedreht. Aber ich finde an sich das Hotelzimmer jetzt hier, in dem ich bin, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Halt, nur der Nachteil ist halt, ohne Klimaanlage ist Kacke, aber
Da gibt es Hotels, die haben schon eine Standardzimmer-Klimaanlage. Hier ist es aber erst, wenn man sich so ein. Ich kann ja mal kurz ins Heftchen gucken. Ich habe ja Selfie, da kann ich ja mal jetzt einfach mal gucken, ganz schnell. Da kann ich euch auch mal sagen, was für Hotelzimmer es gibt. Ich befinde mich jetzt hier im Standardzimmer. Da lese ich mal euch auch mal so die Karte in der, von hier der jeweiligen Kategorie mal die Ausstattungsmerkmale vor. Das Standardzimmer hat WLAN-Zugriff, Flachbildfernseher, ein Sessel, Schreibtisch, Safe, Minibar, bodenebene Dusche, Waschtisch, Schminkspiegel, Föhn. Das Zimmer kostet, das 26 Quadratmeter große Zimmer kostet 107 Euro für, als Einzelzimmer und 166 Euro als Doppelzimmer. Das ist aber ein sehr fairer Preis auf jeden Fall. Warum soll ein Einzelzimmernutzer mehr bezahlen als einer, der in einem Doppelzimmer übernachtet? Wenn zwei Leute in dem Zimmer übernachten, die verbrauchen weniger Strom als einer, also ein Einzelzimmer, also ein Einzel Reisender verbraucht ja weniger Strom in einem Zimmer als einer, der zu zweit anreist. So, dann gibt es dann Standard Seeseite. Da hat man den Ausblick dann nicht zur Straße, sondern zum See hin. Genau die gleichen Merkmale wie halt das Standardzimmer, zusätzlich aber dann noch halt mit Seeseite. Ausblick zur Seeseite. Und dort kostet das Zimmer 113 Euro. Das kostet dann halt 5 Euro mehr pro Nacht. Dann gibt es ja die nächste Kategorie, nämlich den das Komfortzimmer hat Seeseite, WLAN, Flachbildfernseher, Safe und Sofa oder Sessel, Schreibtisch, Safe, Minibar, Tageslichtbad, sogar mit Fenster, bodenebene Dusche, Waschtisch, Schminkspiegel, Föhn. Das Zimmer hat 30 Quadratmeter. Und ist nicht rechteckig und ist halt nicht rechteckig gestaltet, sondern hat 1, 2, 3, 4, 5 Ecken drin. 6. Das ist ein sechseckiges Zimmer. Und dann halt das Badezimmer auch nicht so wie ein Quadrat. Komfort Deluxe Zimmer ist das die nächste Komfort, die ist halt die etwas höhere Komfortkategorie. Auch zur Seeseite zeigt dieses Zimmer raus. WLAN hat das WLAN-Zugriff. Flachbildfernseher, Sessel, Schreibtisch, Safe, Minibar, Tageslichtbad, bodenebene Dusche, Badewanne zusätzlich dann dabei. Waschtisch, Schminkspiegel, Föhn. Keine Klimaanlage, leider nicht. Zimmer kostet als Einzelzimmer 135 Euro pro Nacht und 201 als Doppelzimmer. Dann gibt es dann noch die nächste höhere Kategorie Panorama. Dieses Zimmer hat halt auch eine Klimaanlage, zeigt auch zum See heraus. Bodentiefe Fenster sind dort verbaut, weil das auch in einem neuen Trakt, in einem neueren Trakt sich dort befindet. WLAN ist dort natürlich inklusive. Flachbildfernseher, Sessel, Schreibtisch, Safe, Minibar, Bodendusche, ebene Dusche, Waschtisch, Schminkspiegel, Föhn. Kostet 165 Euro, das 32 Quadratmeter große Zimmer. Als Einzelzimmer und als Doppelzimmer 211. Das sind wirklich gegenüber zum Einzelzimmer sind das halt faire Preise. Das muss echt gesagt werden. Mach mal Licht an, damit man mich mal ein bisschen besser sieht. Dann ist, glaube ich, die größte Kategorie, glaube ich, das Panorama Deluxe. Hat Klimaanlage, Seeblick, bodentiefe Fenster, WLAN, Flachbildfernseher, Rekamiere. Was das sein soll, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hier so eine Liege-Couch oder so. Schreibtisch, Safe, Minibar, Tageslichtbad, bodenebene Dusche, Badewanne, abgetrenntes WC, Waschtisch, Schminkspiegel, Föhn. Kostet als Einzelzimmer 185 Euro und als Doppelzimmer 231 Euro pro Nacht und hat eine Größe von 40 Quadratmetern, ist aber ein rechteckiges Zimmer. Es hat dann aber auch beides drin, nämlich eine Dusche und eine Badewanne. Und die Toilette ist halt auch abgetrennt zum Baderaum.
So, das sind halt mal so diese Kategorien, die man halt hier so hat. Und dann gibt es sogar hier Wohlfühltage. 3 Tage im Seepark, 2 Übernachtungen mit dem Seepark inklusive Leistung, 2x4 Gangmenü oder Abendbuffet nach Tagesangebot, Nutzung des Seeparks war und am Abreisetag bis zum Abend. Dann halt vier verschiedene Preise, 237,50 € im Doppelzimmer Standard, 249,50 € im Doppelzimmer Standard Seeseite, 264 € pro Person im Doppelzimmer Komfort, 284,50 € pro Person im Doppelzimmer Porama. Da gibt es sogar das auch nochmal in der 5-Tage-Variante für Übernachtungen plus Inklusivleistung 4x4 Gangmenü oder Abendbuffet nach Tagesangebot. Nutzung des Seeparks Spar und am Abreisetag bis zum Abend hin 443,50 € pro Person im Doppelzimmer Standard, 477,50 € pro Person im Doppelzimmer Standard Seeseite, 507,50 € pro Person im Doppelzimmer im Komfort und 547,50 € pro Person im Doppelzimmer Panorama. Und Verlängerungsnacht inklusive der Halbpension 111,50 € pro Person im Doppelzimmer Standard, 117 € Doppelzimmer Standard Seeseite, 124 € pro Person im Doppelzimmer Komfort und 134,50 € pro Person Doppelzimmer Panorama. Das ist halt so wirklich, da kann man wirklich sagen, faire Preise, wie ich gerade schon dreimal gesagt habe, sogar für 7 Tage gibt es das hier. Und ein Schnupperangebot gibt es Schnuppertag mit einer Übernachtung. Also hier, ich lese euch das auch nochmal vor. 6 Übernachtungen mit dem Seepark Inklusivleistung. Siehe Seite 5 in dem Katalog, sage ich jetzt mal. 6x4 Gangmenü oder Abendbuffet nach Tagesangebot. Nutzung des Seeparks Spar am Abreisetag bis zum Abend. 63,50 €, also 663,50 € pro Person im Doppelzimmer Standard. 699,50 € pro Person im Doppelzimmer Standard Seeseite. 744,50 € pro Person im Doppelzimmer Komfort. 804,50 € pro Person im Doppelzimmer Panorama. Und dann gibt es halt, was ich gerade schon erwähnt habe, Seepark Wellness Schnuppertag. Eine Übernachtung mit dem Seepark inklusive Leistungen. Anreise nur Donnerstag und Sonntag, ausgenommen an den Vor- und Feiertagen. 4x1 4-Gangmenü oder Abendbuffet nach Tagesangebot. Nutzung des Seeparks war am Abreisetag bis zum Abend. 126,50 € pro Person im Doppelzimmer Standard, 132,50 € pro Person im Doppelzimmer Standard Seeseite, 139,50 € pro Person im Doppelzimmer Komfort. 149,50 € pro Person im Doppelzimmer Panorama. Dann hat man hier immer verschiedene Sachen halt hier, die möchte ich euch jetzt aber auch nicht alle jetzt erzählen. Das sind halt mal so Beispiele aus dem hoteleigenen Katalog jetzt hier gerade. Nicht Katalog, sondern das ist so ein Heft, wo dann halt auch die Preise drin stehen. Das ist auch auf jeden Fall ein Daumen hoch dafür, dass das Hotel jetzt halt nicht sagt, ist wie in Spanien beispielsweise, dort muss ich ein Einzelzimmer Zuschlag bezahlen, on top nochmal oben drauf. Hier zahlt man halt etwas weniger als Einzelzimmernutzer, wenn man als Alleinreisender ein Einzelzimmer belegt, dann zahlt man auch wirklich einen reduzierten Preis. Deswegen, das finde ich halt besser als wie das halt in den meisten anderen Hotels, auch im Europapark praktiziert man das halt so, dass das Einzelzimmer noch als Einzelzimmernutzung noch mal einen Zuschlag bezahlt werden muss. Da zahlt man quasi noch für eine halbe Person noch mit, obwohl eine Einzelperson in dem Zimmer eigentlich
sage ich mal, weniger Frühstück zu sich nimmt und weniger Strom verbraucht. Das ist halt auch, ich glaube, da habe ich wirklich vielleicht ein Hotel gefunden, was ich vielleicht auch mal öfters mal besuchen werde, vielleicht, wenn ich mal Pfingsten mal Lust habe, mal außerhalb von Dortmund einfach mal zu fahren, kann ich einfach mal mit meinem Deutschland-Ticket einfach hier per Bahn, Bus und Bahn dann halt hier anreisen. Habe ich jetzt ja bei der jetzigen Anreise auch so jetzt gemacht. Da bin ich jetzt auch angereist mit Bus und Bahn. Ich hätte jetzt auch mit dem Auto jetzt hier anreisen können. Ich glaube, hier sind die Parkplätze sogar kostenfrei. Das heißt, der Hotelgast parkt hier umsonst. Das haben auch nicht viele Hotels. Da muss man noch mal pro Tag 20, 30 Euro pro Nacht oder Tag bezahlen in der Tiefgarage oder Parkplatz. Selbst in dem Merkur Hotel Köln City West ist es leider auch so gewesen, dass man pro Nacht noch mal 20 Euro on top bezahlt hat und da steht das Auto auf einem Parkplatz unter freiem Himmel. Und das Auto parkt, der Parkplatz wird noch nicht mal Video überwacht. Das heißt, da kann jeder x-beliebige jetzt einfach auf den Parkplatz gehen und dir das Auto vom Hotelparkplatz klauen. Aber das ist ja noch eine Schranke. Das heißt, so leicht kommt man ja auch nicht raus. Weil da braucht man ja eine Karte, um halt rauszukommen. Und wenn derjenige, der jetzt ein Auto klauen will, auf dem Parkplatz, der kommt ja erstmal nicht vom Parkplatz runter, weil erstmal die Schranke dann dazu verhindert, das Auto halt vom Parkplatz runter zu bewegen. Aber hier ist natürlich kein Parkplatz. Es ist tatsächlich auch, ich habe hier sogar eine Bushaltestelle entdeckt, hier direkt vor der Tür. Am Haupteingang fährt halt einmal pro Stunde ein Bus. Bis 19:04 Uhr fährt der letzte Bus. Der erste Bus fährt, glaube ich, um 8:04 Uhr. Das heißt, immer 4 nach, immer zur jeweiligen Stunde fährt immer ein Bus. Der bringt einen halt auch die Leute dann zum Hotel, also zwischen Hotel und Bahnhof. Und vielleicht auch sogar weiter, weiß ich aber nicht. Ich glaube, dieser Bus fährt dann zwischen Bahnhof und Busbahnhof und also nicht Busbahnhof, sondern auch vom Bahnhof aus über den. Der Busbahnhof ist ja direkt davor, auch dann vor dem Bahnhof und auch am Marktplatz vorbei, halt durch die Stadt hierhin zum Hotel. Nennt sich halt SL9. Ich glaube, Stadtlinie 9 ist halt so ein Ringbus. Der fährt halt so eine Runde durch die Stadt. So, dann, um euch das Hotelzimmer zu zeigen, wird das halt in der zweiten Folge, damit ihr das Zimmer jetzt im Detail dann seht, werdet ihr dann in der zweiten Folge meiner Playliste Geldern halt noch die Roomtour dieses Hotelzimmers hier sehen und der Zugang zum Hotel. So, dann sage ich jetzt endgültig, beende ich jetzt das Video, sage Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es bitte mich wissen mit Daumen hoch oder wenn euch das nicht gefallen hat, Daumen runter. Schreibt mir positive Kommentare unter das Video, falls euch das Video gefallen hat. Negativ, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Wenn ihr weitere solche Videos über meine Urlaubsreisen sehen möchtet oder auch hier so Betriebsreisen, dann schreibt mir gerne, abonniert gerne meinen Kanal. Nicht schreibt mir, sondern abonniert meinen Kanal. Aktiviert auch gerne die Alarmglocke. Dann wisst ihr, wann das nächste Video hier auf meinem Kanal erscheint. Auch demnächst in 14 Tagen, nämlich heute in 14 Tagen auch wieder aus Spanien. Da werde ich vielleicht mal versuchen, eine komplette Busfahrt mitzufilmen, also vom Barcelona Flughafen bis nach Calella zum Hotel, werde ich das mal mitfilmen, komplett. Da werde ich mein Handy komplett leer räumen und dann, also die Speicherkarte leer machen und dann werde ich nochmal die komplette Busfahrt mal einfach mal mitfilmen. An dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt von euch, sage Tschüss. Bis zum nächsten Video, dann bei dem Video
die Begehung und die Roomtour des Hotels Zimmers. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.